Servus, liebe Filmfreunde, willkommen zu Cinema Noel aus Liebe zum Film. Ja, endlich gibt es wieder neues Futter für meine Dwayne The Rock Johnson Steelbook Sammlung und im heutigen Video möchte ich euch präsentieren Pain and Gain im ja, Zavi exklusiven Steelbook, zumindest UK Steelbook. Es gab dieses Steelbook beim Zavi im Angebot. Wie man sehen kann, ist es noch OVP und zwar zusammen mit einem anderen Steelbook habe ich mir das bestellt und da kamen wir dann auf ca. 9 Euro pro Steelbook und ich mache mal gleich die Folie hier weg. Das muss ich jetzt nicht extra zeigen, wie das foliert ist. Was cool ist, ist, dass diese Freigabesticker auf der Folie waren. Mega cool. Was weniger cool ist, ist, dass wir hier eine Art J-Cut haben, die hier mit Klebepopel befestigt ist. Und hier haben wir dann die Rückseite. Ich kann das Ganze mal ein bisschen weiter hochhalten. Ist ja ein echt cooler Film und mal was komplett anderes von Michael Bay hier mit zwei mega coolen Schauspielern, die richtig gut harmonieren. Vor allem, wenn es ums Training dann auch geht. Und was halt auch mega geil ist, ist, dass hier deutscher Ton mit an Bord ist. Jo, also richtig cool. Dann gucken wir mal, wie wir das Ganze hier wegbekommen. Es ist halt immer ein Geficke mit diesen Popeln. Aber es geht einigermaßen. Naja. Okay, dann weg mit der Karte. Und hier haben wir dann das Steelbook. Matt gehalten, ohne eine Prägung. Dennoch ein richtig cooles Cover, wie ich finde. Und ja, dann haben wir hier Spine noch. Pain and Gain. Und dann haben wir hier die etwas unspektakuläre Rückseite, muss man ganz klar sagen. Machen wir das Ganze mal auf. Jo, so haben wir es dann in der Gesamtansicht. Und dann machen wir es hier mal auf. Ich weiß gar nicht, was hier mit dem Steelbook los ist. Ja, irgendwie komisch. Hier sind zwei Discs drin, also wir haben vorhin schon lesen können, dass hier die DVD mit an Bord ist und ja, der leider auch etwas enttäuschende Innendruck. Jo, nichtsdestotrotz für 9 Euro denke ich, kann man das Ganze mal mitnehmen, vor allem weil hier auch deutscher Ton mit an Bord ist. Und ja, so schaut dann das Steelbook aus. Jetzt haben wir es ein bisschen schief geraten, aber okay. Somit haben wir dann wieder ein neues Steelbook für unsere Dwayne The Rock Johnson Sammlung. Ich finde es mega cool. Wie findet ihr es? Schreibt mir eure Meinung bitte unten in die Kommentare. Das war's von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und Servus!